Come quick, flex flight in 2 minutes. Ich habe mich so oft gefragt, was Sie in der Schule gedacht haben. In der Nachbarschaft. Unser Dorf schien so perfekt. Nach außen hin. So viele Fassaden aus Lügen. Hinter den Fenstern sah es ganz anders aus. Aber das passierte alles hinter geschlossenen Vorhängen. Und wir waren mittendrin. Ich und du, mein 4,5 Jahre jüngeres Spiegelbild. Ich spielte das Spiel und ich spielte meine Rolle gut. Meine Freunde wussten nichts, nicht mal unser Vater. Aber ich wusste, eines Tages, da würde die Bombe platzen. Ich spürte es. Es lag quasi in der Luft. Sie wurde immer dicker und es wurde immer schwerer, sie zu atmen. Einer meiner Klassenkameraden nannte ihn den Tennistrainer. Weil er sportlich aussah, einen schnellen Wagen fuhr. Tennistrainer. Tennistrainer. Kurze Hose, Polo-Kappe, Tennistrainer. Tennistrainer? Tennistrainer? Tennistrainer. Das passte doch gar nicht. Das passte doch gar nicht. Hatte er jemals Tennis gespielt? Er würde sicherlich seine Studentenvögel hinter dem Rücken meiner Mutter. Ja, ich glaube, ich kann verstehen, dass du das denkst. Zugeben tue ich das aber nicht. Glaubst du etwa, deine scheiß Familie ist was Besseres? Fick dich. Ich hasse seine blonden Strähnchen. Seine künstliche Bräune. Sein Parfüm. Die Art und Weise, wie er Mutter berührt. Sein Mundgeruch nach Bier und Knoblauch. Kommt uns in einer halben Stunde abholen. Wir müssen los. Komm, steh auf. Hopp, hopp. Ich wünschte, ich könnte die Augen verschließen. Die Ohren zuhalten. Und so tun, als wäre das alles normal. Mich hat es immer so wütend gemacht, dass du alles haben wolltest, was ich hatte. Du warst mein kleiner Schatten. Auf Schritt und Tritt.
Heute ist Sonntag und ich kann dir nicht mehr böse sein. Vor dem Bettchen stehen zwei Schuhe und die sind genau so. Eine neue Nachricht. Nachricht 1. Heute 13.48 Uhr. Hi Lauri, hi Nico, hier ist die Mami. Schade, jetzt kann ich euch nicht erreichen. Ich wollte euch auch nur Bescheid geben, kommt bitte heute Abend nicht nach Hause. Hört ihr, kommt bitte nicht nach Hause. Ich würde euch morgen alles erklären. Ich hab euch lieb, ich drück euch. Bis ganz bald. Tschüss. Wir sind in der Nacht bei Papa geblieben. Mama sagte uns am Telefon nicht, was passiert war, aber sie brauchte nicht viel sagen. Am nächsten Tag kamen wir nach Haus. Eingetretene Türen und ein Mann lief umher und nahm Notizen. Mama saß still auf dem Stuhl. Sie sah müde und blass aus. Ihre Augen schauten uns mit Schuld an. Ich konnte blaue Flecken an ihrem Arm sehen. Sie zog die Ärmel weiter runter. Es roch nach Bier und Knoblauch, noch genauso wie am Freitag. Und doch war alles anders. Mama, Mama, du solltest uns nicht beim Atmen helfen. Was machen wir jetzt? Uns einfach treiben lassen. Mal treiben lassen. Ich kann die Oberfläche nicht mehr sehen. Thank you.